Herr Viehweger, wir sehen hier so ein paar führende Sozialisten, Ferdinand Lassalle, Karl Marx, die konnten nicht so gut mit dem Schulze-Delitzsch, oder? Nee, das konnten sie nicht, weil es ein anderer politischer Ansatz war. Das eine war ein liberaler, wo es auch um nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch Selbstverantwortung geht und ich mache es selbst. Also ich schaue nicht auf irgendeinen anderen, der für mich was tut, wie den Staat zum Beispiel. Und das hat man da ganz anders gesehen. Der Staat soll machen. Und ich als gelernter DDR-Bürger weiß, was dabei herausgekommen ist. Das glaube ich. Aber die Anwürfe waren ja teilweise ziemlich heftig. Ich habe das mal rausgeschrieben. Haarsträubender Blödsinn, Hirsebrei, verlogenste Täuschung. Ja, also Lassalle hat schon richtig Dampf gegeben. Ja, aber es ist doch wie heute. Entschuldigung, wenn man keine Inhalte hat, dann kommt man zu so einer Wortwahl. Ja. Also, weil inhaltlich konnte man kaum was entgegensetzen. Zumal er dann ja auch hier in Delitzsch bewiesen hat, wie es funktioniert. Das ist ja selten genug, dass ein Politiker eine Idee hat und sie dann auch noch umsetzt. Und leider hat es funktioniert. Und leider hat es funktioniert, ja. Und deswegen muss man auch sagen, weil wir sind ja hier auch im Osten und ihr habt ja auch eure Erfahrungen gemacht mit den quasi aufoktroyierten Genossenschaften der DDR. Da ist schon ein anderes Verhältnis zu Genossenschaften auch noch heute, oder? Das ist so, wobei das von den Branchen ein bisschen unterschiedlich ist. Okay. Also die Wohnungsgenossenschaften, da sind neue gegründet worden, diese sogenannten Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften. Die sind ähnlich gegründet worden wie sozusagen die richtigen in Anführungszeichen. Mhm. Viel Selbsthilfe.